So, eigentlich wieder am gleichen Punkt wie in der letzten Folge. Beim Flug unseres Objektes. Auch bei der Abtrennung unserer Tanks. So gut wie kurz nach der Abtrennung. Wir wollen natürlich nach Eve, wie schon in den letzten beiden Folgen geplant und angestrebt. Wir haben es bis jetzt aber nach einer Stunde nicht so weit geschafft. Außer, dass wir jetzt unsere Rakete gebaut haben. Wir haben sie ein bisschen getestet. Und Stift- und Warntest sagt befriedigend. Oder ja, sagen wir mal 2, und 2,5. So zwischen befriedigend und gut. Denn sehr gut, das ist was anderes hier. Das ist richtig hier Amateurraum, also Raumwissenschaft, also Raumfahrt. Das hat nichts mit irgendwelchen Profis zu tun. Aber ich muss sagen, wenn Jebediah mitfliegen würde, dann sind wir alle Profis, denn Jebediah ist Profi in allen Dingen. Er kann alles. Muss man wissen, er kann alles. Und ja, aber jetzt fliegt da zum Glück eigentlich keiner mit, denn die wären alle kläglich gestorben, zumindest beim allerersten Startversuch. Ja, da ging alles kaputt ohne Ende. Ich weiß auch nicht warum. Nee, doch, ich weiß sogar warum. Wir haben ja die Rampenstangen, die Stützstangen haben wir vergessen. Stützpfeiler, Pfosten, je nachdem. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme nie auf einen richtigen Begriff. So, wieder einen Schluck genommen. Ein bisschen rumgesächselt. Und, oh, das steuert sich jetzt richtig cool jetzt mit den. Mit diesen Reaction Wheels. Die braucht man jetzt auch wirklich. Sonst kommt man hier nicht weit damit. Beziehungsweise nicht hier mit dem Objekt. Und, aber die verbrauchen dementsprechend auch relativ viel Strom. Wir haben aber hier Strom hier unten drunter noch versteckt, welches wir nutzen können. Und natürlich auch unsere Solarpanels, die wir ja da nehmen. Die hoffentlich auch ziemlich viel Sonne dann immer abbekommen. Brauchen ziemlich viel Science-Forschungspunkte jetzt. Und ich möchte aber auch nicht irgendwie übertreiben. Wunderbar abgeworfen. Ich habe das schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Oh, ich find das immer cool, wie sich das dann so dreht. Hui. Als würde das so wackeln, so wie ein Schwanz. Also, was denkt ihr denn schon wieder hier alles? Ihr seid solche. Ich habe nichts gesagt. Gut, aber sieht ja schon vielversprechend aus. Wir fliegen Richtung Sonne. Ihr könnt auch was sehen. Also, in der letzten Folge, da war das ein bisschen. Ja, das war ein bisschen heikel. Und jetzt aber haben wir Sonne. Wir starten auch eigentlich im richtigen Moment, denn wir müssen ungefähr hier. In dem Bereich zwischen da und da vorne, um nochmal sicher zu gehen. Ja, eigentlich hier so bis nach unten müssen wir dann Schub geben. In dem Bereich haben wir ist unser Zeitfenster. Und ich hoffe mal, dass der Winkel so an sich ganz ordentlich wird oder ist. Oh gut, es wird schon irgendwie klappen. Und es sieht so aus, als würde es genauso wieder wie letztes Mal werden. Herrlich. Habe den Winkel wieder viel zu scharf genommen. Das könnte ein Problem für uns werden. Naja, werden wir sehen. Werden wir ja sehen. Noch alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Ich hoffe mal, die Pudel-Engine ist dann stark genug, um es nach oben zu bringen. Ja, hier die Atmosphäre beenden ist gleich hier zu Ende, zumindest nach dieser Anzeige. Ich werde mal trotzdem ein bisschen Science machen hier. Ich kann mir doch noch ein bisschen was davon abgewinnen. Ja, senden, senden. Log Temperature senden. So. Jubiäe, wir schaffen das doch noch. Sehr gut. Sehr gut. Sieht schon ein bisschen ulkig aus. Wir fliegen so, aber düsen in die Richtung.
Und das ist jetzt auch alle. So, der hat auch 220. Der hat nur 220, ist auch nicht sehr viel. Aber reicht vollkommen aus jetzt. Jetzt sind wir eigentlich in einem guten, in einer guten Höhe, wo wir ihn nutzen können. Und der verbraucht auch nicht allzu viel. Wir haben ja hier die Tanks. Und vielleicht können wir auch schon abwerfen. Das wäre auch keine... Das wäre zum einen... Ja, wir könnten die auch mitnehmen. Die sind nicht allzu schwer. Vielleicht können wir auch die schon abwerfen. So, jetzt sind wir nämlich hier schon... Jetzt können wir nämlich horizontal Schub geben. Und Richtung Eve düsen. Ich sag's allzu gern. Ich bin auch wirklich jetzt ein bisschen aufgeregt, denn ich war schon lange nicht mehr auf Eve, beziehungsweise um Eve. Und das ist schon ein Weichen her bei mir. Ich weiß gar nicht mal so, wie das dort aussah. Also ich habe gehört, das sind keine normalen Seen, sondern das sind, ich weiß nicht, ist es Quecksilber oder sowas, Quecksilberseen, hochgiftig, also... Das ist kein guter Platz für Kerbins eigentlich und die Atmung... Oh Gott, zu viel getrunken. Ich wollte eigentlich nie in irgendwelchen Videos rülpsen. Aber die Atmosphäre auf Eve besteht eigentlich aus Wasserstoff und Stickstoff und sehr wenig Sauerstoff. Das heißt, man kann da auch nicht mit einem Flieger fliegen. Dieser würde aber mit Rocket Engines, Raketenantrieben, würden wunderbar dort fliegen, wenn wir auch Flügel hätten. Also der Auftrieb wäre enorm. Und somit ist es eigentlich kein schlechter Planet für Flugtouren. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob wir es damit bis dorthin schaffen. Ich muss sagen, ich zweifle gerade ein bisschen. Hoch. Ob die wieder zur Erde zurückfallen? Nein. Die werden nicht zur Erde zurückfallen. Ah, werden wir schon sehen, ob wir es schaffen. Werden wir schon sehen. Wir haben noch ein bisschen RCS. Und eigentlich haben wir es doch immer überall hingeschafft. Egal wie. Nein, ich möchte wieder mal... Also... Ich habe mir geschworen... Was heißt geschworen? Hier im Karrieremodus wird nicht gecheatet, also... Das mache ich nicht. Das möchte ich auch nicht machen. Ich werde es auch nicht machen, egal wie nah ich an einem Planeten vorbei rausche. Ich möchte es einfach nicht machen, denn das ist ein Karrieremodus und da möchte ich auch ohne irgendwelche Cheats vorankommen. Es sind ja keine Cheats, es sind Debug-Funktionen eigentlich. Aber es soll ja nicht so genutzt werden. Das ist für mich Cheaten und ich bin ja kein Entwickler dieses Spiels. Ich entwickle mich nur im Spiel. Ha, das war ein cooler Spruch. Der verdient Anerkennung. Denn Computerspiele machen nicht doof. Also ich muss sagen, ich habe wirklich viel gelernt. Und es ist, also ich muss echt zugeben, dieses Spiel ist nie und nimmer wahrheitsgetreu. Also an sich das Prinzip mit dem Orbiten und Abbremsen und generell die Antriebe und sowas, das ist alles richtig. Jedoch kann man das wirklich nicht vergleichen mit der realen Raumfahrt. Nie und nimmer, das muss ich echt zugeben. Aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Glück haben ist Eve an der Stelle dann. Müssen wir noch den Winkel ändern. Muss mal schauen, ob ich den jetzt hier auch ändern kann, den Winkel. Muss mal hier schauen. Habe ich hier noch Platz? 4 Minuten, gut. So, Winkel ändern. 2,1. 2,2. 2,1. 2,4. Ah, da hatten wir doch gerade was.
Hatten wir da nicht was? Da ist doch was. Die anderen Noten nehmen hier. Da hatten wir doch gerade was. Da war doch was. Da. Seht ihr es? Ah, da haben wir doch. Da haben wir doch ein. Ah, ja. Wunderschön. Ich wusste es doch, dass wir das schaffen. Ich wusste es doch. Wir müssen auch nicht allzu viel dafür. Doch, müssen wir eigentlich ziemlich viel. 800. Wir probieren es einfach mal. Ich speichere. Quick Save. Und dann probieren wir das einfach mal. Wir brauchen 1 Minute und 40 Sekunden. Das heißt, wir werden bei 1 Minute, nicht 40 Sekunden, ich muss überlegen. Ja, ungefähr nach einer Minute, bei einer Minute werden wir Schub geben. Gut, wir brauchen 1 Minute, ungefähr 1 Minute brauchen wir. Okay, 1 Minute. Ich habe gespeichert, falls es nicht klappt, dann können wir diesen Quick Save nutzen. Den möchte ich weiter nutzen, das ist für mich jetzt kein Cheaten, das ist einfach nur, das macht das alles... Da steckt auch ein Spaßfaktor dahinter. Ich möchte ja nicht knallharte Wissenschaft hier machen, sondern ich möchte auch Spaß haben damit. Und den habe ich dann auch wirklich damit, wenn ich ein bisschen Quick save. Also bremse ich sogar. Ich bremse sogar ein bisschen ab, oder? Nicht allzu stark. Man müsste diese Wege auch schon auf der Erde berechnen können oder irgendwie einstellen können. Das wäre schon keine schlechte Idee. Weil sonst bin ich dann im Erdorbit und müsste dann quasi eigentlich nur im richtigen Winkel starten. Aber das ist so schwierig, im richtigen Winkel zu starten, dass man das erst irgendwie... Im Orbit so regulieren kann, und das verbraucht natürlich wesentlich mehr Energie, als wenn man gleich richtig startet. Aber naja, vielleicht wird das noch besser, aber wir haben noch die Hälfte Treibstoff übrig. Wir haben leider Raummüll hinterlassen müssen. Leider. Aber gut, vielleicht können wir das mit einem Recycler 2.0 wieder zurückholen, irgendwie. So. 46. So, jetzt geht's wieder nach oben. Okay. Speichern. Nee, speichern wir nicht. Ich muss erstmal aus der. Das hat sich ja ganz schön geändert. Gut, da werden wir hier mal auf der. Auf der Apoapsis. Ich kann es gerade gar nicht erkennen. Ne, es ist die Periapsis. Werden wir mal den Winkel ändern. Dass wir ziemlich nah an Eve vorbeirauschen können. Es wird immer mehr hier. Was ist denn das? Ah, ich lasse erstmal so. Vielleicht kann man ja doch noch ein bisschen knapp was ändern. Aber wie gesagt, ihr seht hier diese Hohmann-Bahn. Am besten wäre es ja, wenn man I4 treffen könnten. Ist es die Hohmann-Kurve oder Hohmann-Bahn? Doch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das diese ist. Habe ich ziemlich gut bemessen, deswegen gerade am Schnittpunkt unserer beiden Bahnen, dass wir uns da treffen. Jetzt speichere ich aber, das ist mir jetzt zu heikel. Wir sind eigentlich auf einer ziemlich guten Bahn und das könnte man natürlich auch alles noch einstellen. Na, ich fahre mal rein. Wir haben ja nichts zu verlieren eigentlich. So.
Na doch, haben wir eigentlich. Oh, nee. Nee, das ist einfach nur. Hoch. Nee, das muss ich nochmal neu laden. Leider. Denn das kann man wirklich vergessen. Ich werde das hier machen. Das heißt, wir kommen von oben, jetzt in Anführungsstrichen. Es gibt kein oben und unten in der Raumfahrt, das ist ja ganz klar. Jetzt müssen wir hier 52, 10. 10 war ganz gut. Nein. 5. 5,3, 5,2. 5,2 war ganz gut. 5,2, 2,0. Ah, so ist wunderbar. Wir können eigentlich direkt in die Atmosphäre reinfliegen. So, wir sind bei 335, das ist gut. Wir verbrauchen eigentlich nur 100 Meter pro Sekunde. Also eine Anbeschleunigung. Wir müssen nur 100 Meter pro Sekunde beschleunigen. Und dann hätten wir das geschafft. Bei dem vorherigen Fall hätten wir an die 2000 dafür aufbringen müssen. Also, und das war auch bloß eine Schätzung. Das war noch nicht mal richtig. Also, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Na komm. Man müsste es genau einstellen, ab wann man hier den Time Warp enden oder aufhören lassen möchte. Schon manchmal nervig, wenn so kurz davor. So, weg damit. So, die Millionen kriegt man jetzt weg. Jetzt haben wir hier 300 Kilometer. 300 Kilometer sind 150 ist gut. Machen wir 100, 135 Kilometer ist schon gut. Dann werden wir mal noch testen, welcher Höhe man eigentlich perfekt um sozusagen in Eve Aerobraken kann. Sozusagen die Atmosphäre benutzen kann, um sich abzubremsen. Denn wir kommen ja mit einer relativ großen Geschwindigkeit auf den Planeten zu. So, das war's dann hier mit dem. Wollt ihr mich alle verarschen hier? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Da ist Eve, genau, und das ist Gilly. Gilly ist ja der Planet mit der geringsten Anziehungskraft. Selbst bewiesen. So. Vielleicht, dass wir an Gilly so nah vorbeischrammen. Das wäre eine Idee. 137. Jetzt muss ich mal mich informieren. Die Atmosphäre beginnt bei 90. Das beginnt bei 70. Bei 90 beginnt es, stimmt. Ich hab in Folgen gesagt 100. Jetzt sind wir bei 90. Wenn es bei uns bei 40 ziemlich knapp wird. Für 30 weniger, können wir 40 weniger, also wird es bei 50, 60 knapp. Das heißt, ich könnte eigentlich mit bei ungefähr Höhe, da muss ich jetzt wirklich schätzen, 75 würde ich jetzt vorbeirasen. Höhe 75. Das wäre eigentlich eine. Ah, nimmt er nicht mehr hier, hä? Höhe, ach, das ist schon ein bisschen wenig. 60, 82. Probieren wir mal 82. Wir können ja zur Not natürlich auch mithelfen mit unserem Gefährt. Wir haben ja noch relativ viel Treibstoff, also ich bin überrascht. Also die Mission ist eigentlich schon erfolgreich genug. Und wir haben jetzt eigentlich vergessen, Science-Punkte zu machen hier. Ah, haben wir alles vergessen. Senden. Das auch nochmal senden. Senden.
Senden? Wir können das alles nur senden. Wir kriegen es nämlich nie wieder zurück. Das ist das Problem. 35 Science. Sehr gut. Sehr gut. So. Can be done right now. Doch, ich kann es doch jetzt machen. Ich kann es doch machen. Ich hab's doch gerade gesehen. Nur klar. Es gibt da natürlich auch Atmosphären-Analyse-Geräte. Das war jetzt ein schwerer Begriff. Und das sind dann diese Spitzen. Ihr kennt die, diese schwarzen Spitzchen. Die werden dafür genutzt. Und ich... Oh, zum Glück habe ich so viele Solarpanels, die auch richtig liegen hier. Ich könnte das Ding ein bisschen drehen. Da habe ich ein bisschen mehr Fläche hier. Da habe ich die drei und hier die zwei. Ja, doch, es geht richtig fix hier. Natürlich noch mehr Science und hier wieder Science. So, Wissenschaftspunkte. Das wird alles hier gespammt. 6,2. Bei den anderen ist jetzt hier 25. Also wir kriegen Science ohne Ende damit. Wissenschaft! Die Wissenschaft ist die Wissenschaft, die Wissenschaft. Schlechter Spruch. Mir gerade so eingefallen. Ich habe das irgendwann mal gehört. Irgendwo habe ich das mal gehört. Das war einfach nur lahm, dieser Spruch. Also jetzt nicht von Philipp Lahm oder so. Also ich will jetzt nicht irgendwie was auf die Fußball-WM irgendwie beziehen. Ja, über solche Themen, na, rede ich. Ich rede generell nicht gern über Fußball oder so. Fußball ist nicht so mein Ding, das muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem noch. Es ist überhaupt nicht so, dass ich das verabscheue und ich finde, alle Fußballfans sind einfach nur doof und sind alles Hooligans und all diesen Mist. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich bin auch kein Fußballer so böse. Ich kenne genug Fußballer und die sind alle in Ordnung und also es klingt jetzt wirklich schon so, als wird alle Welt denken, dass alle Fußballfans doof sind, aber es ist auf alle Fälle nicht so. Ich spiele ja lieber Handball. Ich mache lieber was mit der Hand. Also Bälle natürlich spielen. Also Bälle in Tore, richtige Handbälle in Tore spielen. Und haben wir da jetzt alles hier? Das mache ich lieber. Ich hatte ja gestern auch wieder ein Handballspiel und wir haben leider verloren. Aber es war kein perfektes Spiel, aber es hat mir Spaß gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Also es war schon eine schöne Sache. Das war cool. Wir haben jetzt hier noch 32 Minuten und ich werde es nicht schneiden, auch nicht warpen. Nein. Zum Glück habe ich euch nicht gefragt, dass ich hier nicht warpen werde im Karrieremodus. Da muss ich viele, viele Tage reden. Wir sind jetzt hier bei 54 Tagen. Vielleicht soll ich einen Livestream machen, wie ich nach Eve oder so fliege oder nach Ilu. Das ist ja der am weitesten entfernte Planet hier. So. Das wäre schon eine andere Sache, wenn es dann schon ewig nach Duna dauert, dann dauert es. Es ist wirklich ziemlich kurz hier nach Eve, bin ich echt überrascht. Vielleicht soll ich mehr nach Eve fliegen und so, das macht schon Laune. Aber Eve ist ja wirklich der Planet, der am einfachsten zu erreichen ist von allen, muss ich sagen. Man braucht relativ wenig Energie, also Treibstoff. Man hat dort eine Atmosphäre, man kann dort schnell drauf landen und es ist eigentlich ein erstes Erfolgserlebnis für einen jungen Astronauten, sag ich mal so. Jungen Weltraumforscher, wie uns, oder wie wir, nicht wie uns, wie wir natürlich. So, neuen Science haben wir jetzt. Was haben wir hier? High over Eve. The high radiation environment caused a few of the samples to glow. It looks like it would be fun to paint the rocket with this. Nee, will ich jetzt nicht unbedingt. Was sagt denn eigentlich unser Goo? Ich habe das alles gar nicht gelesen. The Goo takes on a purple coloration. Is it just the lightning or did it change color? Interesting. Aber der transmittet das noch alles. Was ich ja... Also, wo bin ich eigentlich stehen geblieben beim letzten Mal? Das
Das letzte Mal. Es fällt mir nämlich gerade wieder ein. Ich weiß nicht, ob das schon in der Folgenfolge war. Aber ich habe ja über Scott Manley geredet. Ja, doch, es war in der letzten Folge, war das. Und er spielt ja Kerbal Space Program ein bisschen extremer. Er hat ja diverse Mods drin und da ist natürlich dann auch dieser Deadly Reentry-Mod drin, aber ich glaube, hab ich schon erwähnt. In einer anderen Serie oder so. Zumindest ist dann auch eben ein Mod drin, der sozusagen einen Funk voraussetzt. Also wir brauchen eine ordentliche Funkverbindung zu unserem Space Center, Kerbal Space Center. Und oh, vielleicht kann ich ja schnell den Winkel ändern oder so. Wie ändere ich den eigentlich? Zumindest braucht man eine permanente Verbindung zum Kerbal Space Center, sonst hat man da Probleme, Daten dorthin zu schicken. Ja, das ist dann nicht einfach. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Weg damit. Weg damit. So. So rum. Da, genau. Nee. Soll schon gerade sein, halbwegs. Also orbital. Die Frage ist nur, wo ist orbital? Das müsste orbital sein. So, doch, das müsste orbital sein. Ich vermute jetzt stark nach Süden. Oder? Ja. Na, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Gut, zumindest hat Scott Manley eben in seinem Karrieremodus einen Mod drinne, womit man wirklich permanent die Funkverbindung halten muss oder haben muss, zumindest, um Daten zum Kerbal Space Center zu schicken. Und da ist es dann auch notwendig, dass egal wo wir uns gerade befinden, dass man auch einen Funkkontakt hat. Das heißt, da ja unser Kerbal Space Center sich eben an einer Stelle der Erde befindet, müsste man erstmal einen Ring aus Satelliten bauen um Kerbin herum, damit wir dann auch eine garantierte Verbindung haben. Eine garantierte Verbindung zu unseren Fachleuten. So, und hoch. Ich werde die Node wegmachen. Und dann muss er natürlich erstmal diesen Ring bauen. Natürlich optimal aus drei Satelliten. So ein Triangel. Ein Triangel, Triangel, Triangel. Und da hat er natürlich permanent Verbindung. Und das muss natürlich auch für den Mond gemacht werden. Das heißt, bevor man wirklich zu einem Planeten hinfliegen kann, muss man entweder damit rechnen, dass wir keine Verbindung haben, eine Zeit lang mit dem Objekt, oder wirklich die ganzen Satelliten erstmal dort aufbauen. Aber ich werde jetzt mal testen hier. Wir werden bei, was habe ich gesagt, 80. Ne, machen wir 75. 75 machen. 70. 70 machen wir 70. Das können wir alles hier nochmal revidieren. 70, dass wir da in die Atmosphäre eintreten. Und, na gut, der Winkel ist, ach, ist jetzt eigentlich egal, wie der Winkel jetzt ist. Können wir, glaube ich, noch ein bisschen verändern. Zum Schluss. Das ist ein bisschen doof, weil wir jetzt ich sag mal so, jetzt hier gerade im Raum von unten kommen. Ihr könnt euch jetzt totlachen darüber, aber wir kommen tatsächlich von unten. Ein bisschen dreidimensional muss man schon bleiben. Also hier ist ja eigentlich vier Dimensionen eigentlich. Der Raum. Zeit. Zeit ist ja auch entscheidend hier. Jetzt bin ich echt gespannt. 70 Kilometer. 70 Kilometer. Wir machen nochmal ein paar Science-Experimente, Wissenschaftsexperimente. Ja, schick los. Sind wir immer noch high over Kerbin, hä? Oder high over Eve ist es ja eigentlich.
High over Eve, ist immer noch High over Eve. Oh, und leider sind wir wieder im Dunkeln. Und ihr seht natürlich wieder nichts. In Space near Eve, das ist gut, sehr gut. Jetzt natürlich auch keine Antenne oder so. Da bin ich mal gespannt, ob das reicht hier. So, wir werden natürlich hier einen Node machen, dass wir hier abbremsen. Bei 70 sind wir hier. Huch, warum habe ich hier jetzt gelöscht? Wollte ich doch nicht. Ja, egal. So. Eve, Eve. Oh, du Eve. Du bist schön. Du feiner Planet. Ich hab dich viel zu lange nicht mehr besucht. Wo ist mein Thermometer? Hier ist mein Thermometer. Dich viel zu lange nicht mehr besucht. Und wir haben auch langsam keinen Strom mehr. Das ist schlecht. Brecht die Experimente ab. Dann. Okay, gut. Noch nichts geschickt. Gut, bei 70 Kilometer haben wir schon ein bisschen. Wir verlangsamen uns leicht. Also 70 Kilometer ist eigentlich eine gute Höhe. Ja, müsste vielleicht auf 65, aber... Jetzt geht es ja wieder nach oben. So, mehr möchte ich jetzt auch nicht verschwenden dafür. So. Es wird weniger. Oh doch, 70 Kilometer ist jetzt... Ich weiß nicht, ob wir es beim nächsten Mal noch bei 70 Kilometer schaffen. Ich glaube eher nicht, aber... Nee, das werden wir jetzt nicht schaffen. Aber wir haben es um einen... Wir haben es geschafft, einen Orbit um Eve zu machen. Beziehungsweise wir sind in einem Orbit um Eve. Und ich würde mal sagen, das ist das Ende unserer Folge. Und wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge natürlich um Eve erstmal orbiten, Experimente machen. Und dann natürlich auch am Tag hier auf Eve natürlich im Hellen landen und da mehrere Tests durchführen. Und das dürft ihr dann auch in der nächsten Folge sehen. Also dann, bis dahin, euer Hanni007. Ciao, ciao.